Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von Infracta und das ist Surfraid. Und zwar ein Remake von 2006 von einem Spiel von 1988. Und es ist Freeware, es läuft problemlos auch unter Windows 7, wie ich gerade feststelle. Leider habe ich nicht herausfinden können, wie ich da mir irgendwie den Ton leiser mache. Also ich finde es unerträglich laut teilweise. Also ich habe jetzt einfach bei mir den Ton auf dem Computer massiv runtergesetzt. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf die Aufnahme von mir. Das werde ich hinterher sehen. Ich weiß nicht genau, was das da unten sein soll. Der kleine grüne Bruder von Humpty Dumpty, oder nee, der schlängelt sich irgendwas dran. Grüne eine Kaulquappe, eine Schlange mit einem mutierten Kopf, ich weiß nicht genau. Ja, also wie man sieht, es ist halt so ein richtig gutes, altes, so, ja, 2D Jump'n'Run, wo man schön von der Seite sieht. Probieren wir mal. Okay. Also der Junge ist extrem schwerfällig, liegt vielleicht an dieser Riesennase. Ah, okay, hat geklappt. Gucken, wo ich da hinkomme. Ich komme irgendwo hin. Welchen Sinn macht das? Das war jetzt kontraproduktiv. Okay, wie nehme ich das auf? Okay, da hinten geht er nicht hin. Ja, ich komme gerade, ich versuche mich gerade in die Steuerung zu gewöhnen. Das ist natürlich jetzt die Taste. Ah, okay, Shift. Wunderbar. Okay, mit Shift gehe ich das hier auch durch. Okay. Das war jetzt unspektakulär. Ich hatte mir davon jetzt mehr irgendwie erhofft. Ja, lass doch mal los, Junge. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ich habe mir ja mehr vorgenommen, echt alles, was ich auf der Platte von mir... Jetzt geh doch mal da... Lass das doch mal los! Oh, Alter, du kannst echt nicht springen. Alles, was ich auf der Platte finde, in mein GEMA schief aufzunehmen, das habe ich mir mal irgendwann mal runtergeladen, wie ich mal wieder so richtig Bock hatte, irgendwelche Freeware-Spiele zu probieren, weil da teilweise echte Perlen darunter sind. Ja, das ist eine Treppe. Herr Ritter. okay. Ja, das kann wahrscheinlich auch eine Perle sein, wenn man es versteht. Oder wenn man. Ja, jetzt hat es sofort Speed, das habe ich gemerkt. Wenn man es kann. Ich bin leider scheinbar zu doof für das Spiel. Kann man gleich sehen, ob er gescheit tauchen kann oder schwimmen. Oder? Und runter und hoch. Machen wir mal so. So, ich sehe den Popo gebisse. Aha, der Fisch ist hartnäckig. Was kannst du hier im Wasser? Vor allem runter kann ich scheinbar nicht. Ja. Hoch kann ich auch nicht. Ich glaube, ich werde gerade, belagert von einem Fisch. Hey, bin ich gebissen, oder? Bin ich jetzt einfach. Aha. Gut, das probieren wir direkt nochmal. Das bin ich jetzt hartnäckig. Die 15 Minuten mache ich voll. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das jemals gespielt hätte. Ich habe das auf der Festplatte gefunden im Ordner Freeware Games. Da waren irgendwie 40 Freeware-Spiele drin. Ich nehme an, dass ich das irgendwann mal auf hier mir aus bei Chip oder so mal so richtigen wir saugen mal alles, was wir finden Tag gemacht hatte, kurz bevor ich mal ein paar Wochen unterwegs war. Da habe ich immer ganz gern irgendwie eine Auswahl an Spielen dabei. Gerade so diese Freeware Games, die haben ja oft so die Qualität, dass sie
so ein bisschen helfen, abends im Hotelzimmer so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ja, achso, Escape, das wäre natürlich sinnvoll gewesen. Ah, von 1985 war das Original, 2005 war, kam der, das Remake raus. Ja, wir gucken mal. Wollen wir es mal probieren. Moment, also das hier sollte. Okay, den Sinn von diesem Seil habe ich jetzt immer nicht verstanden. Also Junge, die Sprungfähigkeiten sind extremst bescheiden. Wo? Da kommt schnell außer Atem, habe ich den Eindruck. Junge, zuerst die Dings gefuttert hier von Mama. Die Paella. Also damit soll ich use. Ja. Das ist aber weg. Was hat die damit gemacht? Hat die jetzt nichts, oder? Diese Hühnerkeule. Ach so, das Gelbe ist auch mein Energiebalken, oder was? Nee. Oder doch? Och, Junge! Junge! Was denn deine Mutter? Hättest du mal das mit dem Ritter gelassen, wärst du Onkel Fried in die Werkstatt gegangen, der dir den Job besorgt? Ja, okay, dann. Ach, jetzt zieh doch mal durch hier, also schwimm doch mal! Alter, die Steuerung ist aber auch grausam. Und der dritte Anlauf. Wir ziehen das durch. Ich kenne da nichts. Versuch doch mal. Wo? Oh. Ah, wo? Es ist unfreiwillig komisch, aber es ist schön gemacht. Also so rein, so, ja. So. Jetzt aber, komm, ran. Jetzt schwimm doch auch. Ich drück hier die, ich drück meine Tastatur durch, Alter. Okay. Wir scheitern an diesen vermaledeiten Fischen. Kann nicht sein. Leute. Das ist ja auch nett. Ah, ah. Ja, aber. Wo? Ah, wo? Also es ist schon irgendwie unfreiwillig. Also ich hoffe, dass es so. Also ich habe den Eindruck, es ist ja unfreiwillig komisch. Ich bin ja immer so ein Fan von so Underdogs, aber den finde ich jetzt sehr underdogig. Kann ich echt nichts machen im Wasser. Treiben? Ja, dann schwimmen wir auf. Das könnte noch sehr ermüdend werden, dieses Let's Play. Kennt aber nichts. So, wir probieren es mal, dieses mal schwingen. Wo? Naja, aber da haben wir jetzt auch dieses Stück Hühnchen nicht. Gut, dafür haben wir bis jetzt eh noch keine sinnvolle Verwendung gefunden. Also ich habe Screenshots gesehen, da ist man weiter im Spiel. Hä? Okay, jetzt
Diesmal haben wir keinen Huhn. Aha, das scheint auch zufällig so irgendwie zu sein. Hm? Ah, wo? Mehr Seil. Oder, also, ich interpretiere das jetzt mal als Seil. Das ist ja jetzt auch nicht so glasklar. Kann ich die Blumen irgendwie verwenden? Nee, Blumen kann ich keine pflücken. Nö. Naja. Hätte man den Fisch ein paar Blumen mitbringen können. Hätte sie vielleicht abgelenkt. Ich verwende mal das Seil. Okay, ich kann das Seil irgendwie nicht verwenden. Ich glaube, ich weiß wieder, warum ich das Spiel jetzt nicht so präsent mehr hatte in der Erinnerung. Es ist durchaus möglich, dass ich das auch schon damals nicht weiter geschafft habe. Also das ist jetzt mein letzter Anlauf, dann gebe ich das hier einfach mal auf und vielleicht hat irgendeiner von euch das mal gemeistert und kann mir irgendwie mal einen Tipp geben in den Kommentaren. Dann spiele ich das sehr gern weiter, weil so rein optisch finde ich das auf jeden Fall ganz nett gemacht. Ich finde den Hauptdarsteller zwar... Ja, weiß nicht, vielleicht das spanische Humor. Ich kenne ja bisher nur englischen Humor, jetzt so international bekannt. Mein fetter Tölpel mit einer riesigen Nase. Ist das in Spanien noch richtig erkannt? Also, falls jemand aus Spanien zuguckt und Deutsch versteht, das fände ich jetzt mal interessant zu wissen, ob das hier jetzt echt so was ist, wo man in Spanien sich einen ablachen kann. Junge, wer so atmet, der hyperventiliert auch gleich noch. Probiere ich jetzt noch einmal und dann lasse ich das noch gut sein und dann darf gerne in die Kommentare, also wenn irgendeiner sich damit auskennt, dann Moment, hat sich der gelbe Balken gerade von alleine. Verliert die Energie, wenn er auch rumsteht. Ah, okay, cool. Wenn ich nach unten drücke. Ja, okay, das bringt mir nicht so viel, das irgendwie, weil der verfolgt mich ja. Aha, ja okay, nee, jetzt, dann probiere ich das jetzt doch nochmal. In der Hoffnung, dass ich, Wo? Wo? Dass ich das mit dem Schwimmen jetzt vielleicht doch noch geregelt bekomme. Ich gebe ja echt jedem Spiel eine Chance. Das ist jetzt nicht so, dass man mir vorwerfen kann, so, und da ist es mir auch egal, ob Vollpreistitel oder, okay, wenn ich Pausen zwischen den drücken lasse, oder irgendwie, hä? Okay, jetzt häng ich. Also Leute, das ist jetzt nicht wirklich irgendwie bedienfreundlich oder, einsteigerfreundlich. Oh. Aber das kann natürlich einfach sein, dass ich einfach mich echt zu doof anstelle. Nicht wundern, also ich mache schon meine normalen Displays weiter, keine Angst. Nur, wie gesagt, ich habe vorhin mal ein bisschen die Platten durchforstet und habe ich halt diesen Ordner mit dem Freeware-Spielen gefunden, da war der auch. Ich dachte, hier komm, probier's mal aus. Das ist ja was Cooles. Aber wie gesagt, ich komme jetzt nicht wirklich damit klar. Ich finde diesen Fisch extrem nervig. Nee, also, sorry. Bei aller Freundschaft zu Remake-Entwickler und so, aber nee, das mag ich so nicht weitermachen, das frustriert mich irgendwie gerade. Gut, also wie gesagt, wenn irgendeiner das kennt und das schon irgendwie geregelt kriegt hat, ich freue mich über Tipps, dann probiere ich es gerne nochmal und zeig mehr vom Spiel, aber jetzt breche ich das hier mal ab und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, tschüss.